Hallihallo. Es ist inzwischen 18 Uhr. Immer stimmt meine Stimme nicht. Keine Ahnung wieso. So habe ich gar nicht gesprochen heute. Aber gut. So ist es. Noch nicht viel passiert heute. Da versuche gerade den Kratzer wieder neu zu befüßen. Er liegt also schon wieder so. Sag mal hallo. Wink mal. Nein. Hab Winken. zu tun. Muss arbeiten. Stimmt das, Mierchen? Hat er wirklich zu tun? Naja. Wollen wir mal glauben, was? Ja. Mein Workout habe ich schon gemacht. Das liegt immer noch darum. Aber ich bin schon weitergekommen. Also ich habe schon vier Regalbretter insgesamt gemacht. Und ich muss noch von dem Regal. Fünf. Und das andere Regal. Nun ja. Kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon hin. Ich habe ja jetzt Urlaub. Ich freue mich. Entspannen. So. Gut. Ja, wie gesagt, vieles noch nicht passiert. Ach, meine Stimme ist komisch. Meine Mutter fragte vorhin auch schon, ob ich heiser bin. Keine Ahnung, was da los ist. Gut. Nichts zu sagen. Sollte man lassen dann, ne? Guten Morgen, die Herrschaften. Es ist 6:45 am Dienstag. Mittwoch. Dienstag. Dienstag. Oh Gott, jetzt komme ich heute durcheinander mit den Tagen. Meine Güte. Dienstag haben wir heute. Genau. Was war das denn gerade? Ich habe gestern nichts mehr gefilmt, weil es aber nichts passiert, außer dass ich Videos rüber kopiert habe, weil mein Mac wieder mal voll war. Ansonsten habe ich nichts weiter gemacht. Ich wollte eigentlich gestern ein Weekly Reading schneiden und hochladen, aber dank mangelndem Speicherplatz war das nicht möglich. Mist. Das heißt, es würde erst morgen online gehen. Und heute kommt das Infovideo als nächstes. Das muss ich aber auch noch drehen. Das heißt, ich muss da hinten Platz machen, damit ich überhaupt da wieder hin kann. Das heißt, oh, das ist doch ein bisschen kompliziert heute. Aber egal. Schaffen wir schon irgendwie. Ja, ich bin so müde. Die Katze hat mich die ganze Nacht wach gehalten. Ah, und dann ist sie auf mich raufgestellt, also zu mir ins Bett gekommen. Und einmal, normalerweise bin ich, ich schlafe immer mit eingemummelter Decke, immer, auch im Hochsommer. Ich brauche meine Decke um mich rum. Jetzt habe ich mal meine Beine draußen gehabt und meine Schlafhose ist so ein bisschen hochgerutscht. Das heißt, ich hatte nackte Beine unten gehabt. Ja? Und was macht die Katze? Springt darauf. Jetzt habe ich einen Kratzer am Bein. War nachts massakriert. Und jetzt will ich ärgere die Katze. Nein, ich habe geschlafen. Dann war ich natürlich wach. Ständig hin und her, hoch und runter. Also die Nacht war wieder mal so. Und irgendwas nach vier hat sie gar keine Ruhe mehr gegeben, weil Futter und so. Und Diablo liegt ganz bequem in seiner Mulde und chillt. Ihn interessiert das heute mal gar nicht. Ach, nee, ey. Diese Katze. Mann, oh Mann. Ja. Nun ja. Sonne scheint. Aber es ist kalt geworden, meine Güte. Oh, ich schlag auf, jetzt ist es absolut kalt geworden. Aber gut. Sommer ist vorbei. Daran müssen wir uns gewöhnen. Aber ich finde es halt auch gut. Ich mag es halt, dass die Jahreszeiten überhaupt zu so wechseln. Auch wenn der Sommer echt mistig war mit diesem Hin- und Hergedüsel. Heiß, Regen. Das war nicht so schön, aber gut. Aber ich könnte nicht irgendwo leben, wo es nur kalt oder nur heiß ist. Das, nee. Am Ende des Sommers denke ich immer so, jetzt können langsam der Herbst kommen. Und am Ende vom Winter denke ich so, jetzt kann langsam der Frühling kommen. Also so ist schon ganz gut. Genau. Gut. Dann werde ich erstmal wach werden. Der Kaffee muss erstmal wirken, wie ich gerade getrunken habe. Und dann schauen wir mal, was der Tag so bringen mag. Mein typischer Satz. Ich habe mir inzwischen mal ein Frühstück gezaubert. Das Brot hat deine gestern gebacken, aber irgendwas ist da schief gelaufen. Zu viel Wasser oder so. Hoppala. Mal gucken, ob das überhaupt schmeckt. Also, da bin ich jetzt ein bisschen skeptisch. Na gut, wir schauen. Guten Morgen. Die Ereignisse überschlagen sich. Wir gehen heute Abend essen spontanerweise. Meine Cousine hat das wieder angeleiert. Das wird am spontan essen gehen in den Sommer quasi verabschieden, wie sie meint. Ja, das heißt, Daniel kommt gar nicht erst nach Hause. Wir treffen uns dann erstmal unterwegs und dann
gehen wir gemeinsam dahin, wo wir hin müssen. Und ich habe eine E-Mail bekommen, dass ich bei einem Schreibkurs Tester sein darf. Also wenn man den Schreibmodus quasi im Alltag integrieren kann, habe ich ja teilweise meine Schwierigkeiten dabei, dass man eben jeden Tag irgendwie schreibt oder sowas. Und weil meine Zeit ja einfach mal so begrenzt ist und man so viel machen will und dann muss das Schreiben zurückstecken momentan. Das ist eigentlich doof. Und dafür, deswegen ist der Schreibkurs vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Das geht wahrscheinlich Ende September oder so los. Was fliegt denn da vom Fenster rum? Irgendein Viech. Ja. Mal gucken. Ich werde berichten. Genau. Ja. Das ist in der letzten Zeit passiert. Wir haben es inzwischen schon 3:45. Ja. Sonne scheint den ganzen Tag draußen, mit Rasen gemäht. Dieser Geruch. Ich liebe diesen Geruch von frisch gemähtem Rasen. Ja, wunderschön. Nun gut. Ach so, und die Bücherregale. Also Fantasy ist fertig sortiert. Das geht bis dahin jetzt. Da so. Ja, und ich habe überlegt, dass ich die Zukunftsdinger erstmal davor hinpacken muss, weil ich schaffe das nicht, das Regal hier, das kleine hinter der Tür, auszuräumen. Ich wüsste nicht, wohin. Dazu muss die Chaos-Ecke erstmal schick gemacht werden, damit da Platz ist, damit es einwickeln kann. Das heißt, die ganzen Ordner müssen da raus. Diese Mistdinger, die mich so nerven. Weil das ist nervig, echt nervig. Ich würde es am liebsten wegschmeißen, das geht leider nicht. Das geht leider nicht. Die müssen digitalisiert werden. Leider. Ich würde es wieder wegschmeißen, aber gut. Noch ein bisschen aufheben muss ich es. Irgendwann darf ich es wegschmeißen, aber noch nicht. Ich bin froh, wenn ich es wegschmeißen darf. Dann ist nämlich ganz viel Papier weniger. Aha. Dann ist ein ganzes Regal fast frei. Also mehr als ein Regal, glaube ich sogar. Aber leidigerweise geht das noch nicht. Egal. Gut. Vielleicht setze ich mich da die Woche auch mal ran, dass ich dann mal anfange, die Scheiße zu digitalisieren. Und dann Ordner für Ordner weg den Mist. Ja. Genau. Damit ich mir Platz für Bücher habe. Naja, nicht nur, aber. Das sind ja da keine Bücher. Das ist ja absurd. Notizbücher sind auch Bücher, oder? Tagebücher sind auch Bücher. Egal. Wir kriegen das schon hin. Gut. Jetzt bearbeite ich endlich mein Weekly Reading. Ich habe jetzt Platz geschaffen auf meinem Mackie und kann endlich bearbeiten. Damit heute endlich noch ein bisschen später als sonst, aber egal. Damit endlich was hochladen wird, würde ich sagen. So, Sätze dürfen auch beendet werden. Ach, Mia hat gerade so schön gespielt, jetzt kommt er wieder an. Bei mir spielt jetzt nämlich auch mit Schnürchen. Nicht nur er. Nicht nur Diablo. Mia kann das jetzt auch sehr süß. Ne? Du spielst gar nicht hier heute, oder was? Ach ja, Mist. Sie kann da echt gut mitspielen. Wie man unschwer erkennen kann, ist jetzt schon der nächste Morgen. Ich habe gestern vergessen, die Kamera mitzunehmen. Weil Daniel mir sagt, er ist dann und dann da, also um 17 Uhr da. Und dann habe ich gesagt, ja, dann muss ich jetzt 10:50 hier los. Und dann war es schon 16. Und ich musste mir irgendwas anderes anziehen und die Katzen füttern und das alles in Windeseile. Und dann habe ich die Kamera vergessen. Und den Bus gerade auch so bekommen. Ja, und abends kamen wir halt relativ spät nach Hause, dass wir dann gleich schlafen gegangen sind. Und Daniel muss heute wieder früh raus. Ja, das war dann auch nichts. Also haben wir dann gestern keinen Abschied mehr gedreht. Und deswegen sage ich jetzt bis morgen für mich schon heute. Ja, bye bye.